Ja, wenn wir vom Seelengewinn sprechen, was ist damit gemeint? Unsere Zuschauer wissen das vielleicht gar nicht. Was bedeutet Seelengewinn? Auch unter deutschen Christen ist das nicht so ein geläufiger Begriff einfach. Aber der Begriff kommt direkt aus der Bibel, aus Sprüche 11, Vers 30, wo steht: Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Und wir sollen natürlich weise sein. Also es ist ziemlich interessant, dass wir auch im Alten Testament diese Aufforderung haben, Seelen zu gewinnen. Nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament steht das schon. Und was Seelengewinn bedeutet, ist natürlich Evangelisation. Menschen das Evangelium zu verkündigen, ihre Seelen zu gewinnen, den Missionsbefehl Jesu zu erfüllen, das Evangelium der ganzen Schöpfung zu verkündigen. Also natürlich kann man auch Evangelisation sagen, das ist nicht falsch. Ich persönlich mag einfach den Begriff Seelengewinn und es ist auch ein Vorteil, wenn man Seelengewinn googelt, man findet hauptsächlich unsere Seelengewinngruppe, weil es einfach nicht so ein geläufiger Begriff ist im Deutschen. Ja, aber ich mag den Begriff Seelengewinn. Man kann einfach anhand der Bibel zeigen, was bedeutet das. Ich mag es, biblische Begriffe zu nutzen. Und was man an der Stelle vielleicht auch sagen sollte, ist, wir sind keine Evangelisten. Ja, wir evangelisieren, aber manche Leute machen den Fehler zu sagen, ja, ich bin kein Evangelist, ich habe diese Gabe nicht. Aber wir sind auch keine Evangelisten. Und vielleicht kannst du einfach kurz erklären, was mit Evangelist gemeint ist. Ja, genau. Die Bibel sagt zum Beispiel in Epheser 4, ja, Vers 1, sagt Paulus: So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Ihr sagt diese Berufung. Und weiter in Vers 11 sagt: Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Ja, was ich verstehe von Bibel ist, dass Evangelist ist eine Vollzeitarbeit. Na, man ist als Evangelist irgendwo geschickt, gesandt. Und er mag, natürlich, der Evangelist mag auch Seelen gewinnen, aber er mag nicht etwas anderes. Zum Beispiel normale Menschen wie du und ich, wir haben Arbeit, wir haben 8 Stunden jeden Tag, 40, 50 Stunden pro Woche. Und danach, wenn wir Zeit finden, dann gehen wir Seelen gewinnen. Am Wochenende oder nach der Arbeit 1 Stunde. Und das denke ich, dass jeder Christ kann eine Seele Gewinner werden. Und Absolut, ja. ich bin nicht Evangelist. Jeder ist kein Evangelist, aber jeder soll Seelen gewinnen. Ja, genau. Also Evangelist ist jemand, der von der Gemeinde dazu ausgesandt wird, dieses Amt zu verrichten, diesen Dienst. Wie meinst du, ist schon ein Vollzeitdienst. Ist wirklich ein Beruf, kann man sagen. Ja, man braucht wirklich keine besondere Gabe, um Seelengewinn zu gehen, sondern muss eigentlich nur dem Befehl gehorchen, den die Bibel uns gegeben hat, in Markus 16, Vers 15. Denn da steht: Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist der Befehl, den Jesus uns gegeben hat. Und was ist unsere Motivation, wenn wir Seelen gewinnen gehen? Also ich denke, die größte Motivation ist, dass Menschen zur Hölle fahren, dass es eine Hölle gibt. Ich muss nicht Seelen gewinnen gehen, wenn es keine Hölle gibt. Es gibt eine Hölle, das ist die Bibel eindeutig. Und wir lesen zum Beispiel auch: In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Also die Bibel sagt, dass Gott auch denen, die ihn nicht kennen und die nichts von ihm wissen, dass er auch denen in flammendem Feuer begegnen wird und sie zur Hölle fahren. Und das ist wirklich eine furchtbare Vorstellung. Das ist eine Vorstellung, die wir nicht verdrängen sollten. Es gibt manchmal Gedanken, die sind so schlimm, die will man eigentlich gar nicht haben. Und einer dieser Gedanken ist zum Beispiel die Hölle. Sich da wirklich rein zu vertiefen, dass die Hölle ewig ist, dass es ewige Qual ist, ewige Pein. Ja, wo steht's, dass der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir wollen uns das eigentlich gar nicht so genau vorstellen, aber sich das vorzustellen hilft, zu erkennen, wie wichtig das ist, dass wir Seelen gewinnen gehen, dass wir Menschen retten. Ganz ehrlich, wo ist der Sinn unseres Lebens als Christen? Ja, wenn wir nicht Seelen gewinnen gehen könnten oder sollten oder wenn es keine Hölle gäbe, wo ist der Sinn? Aber wir haben einen Sinn im Leben und das ist eben Seelen zu gewinnen, sie zu retten vor der Hölle, die Verlorenen. Und Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Aber vielleicht kannst du noch eine andere Motivation einfach geben. Warum sollten wir Seelen gewinnen gehen? Genau, Hölle. Ja, es gibt eine Hölle, deswegen gehen wir Seelen gewinnen. Natürlich auch, wir Liebe für Menschen haben. Ne?
Und das tut weh, wenn wir wissen, dass jemand auf dem Weg zur Hölle ist. Und ich habe einen Predigt gehört, der Prediger sagt, ja, wenn ich sterbe und in den Himmel komme, es gibt diesen Moment, wo Jesus zu mir kommt. Der würde seine Wunden, seine Narben mir zeigen und sagen, ja. Hey, Moses, ich habe alles für dich getan. Ich bin für dich gestorben, sodass du hier kommen kannst. Herzlich willkommen. Und in diesem Moment möchte ich nicht einfach dort stehen und sagen, hey, okay, danke. Das wird ein bisschen peinlich sein. Ja, ich möchte auch Jesus sehen und sagen, ja, lieber Jesus, du hast für mich so viel getan, ein Leben gegeben. Und als Danke habe ich auch etwas, eine Kleinigkeit für dich gemacht. Alle diese Seelen, die du hinter mir siehst, habe ich für sie gewonnen. Diese Freunde habe ich hier für sie, für dich mitgebracht. Mhm. Ja, und das gibt mir einen Sinn, warum Himmel so wichtig ist. Und das ist eine Realität für mich. Und ich erwarte davon. Ja, absolut. Einfach Jesus gehorchen zu wollen. Einfach zu tun, was Gott von uns verlangt. Mhm. Das ist auch eine große Motivation. Gerade wenn man vielleicht nicht die perfekte Einstellung hat an einem Tag, man kommt von Arbeit, ist geschafft und hat vielleicht nicht so, ist nicht mit ganzem Herzen möglicherweise dabei. Mhm. Aber wenn man dann einfach gehorcht und losgeht und da, spätestens dann, wenn man anfängt, mit jemandem zu reden, dann kommen meistens auch die Gedanken und dann ist man auch mit dem Herzen meistens dabei. Aber man muss eben erstmal gehorsam sein einfach. Und ja, das ist auch eine gute Motivation auf jeden Fall. Und sich eben Schätze im Himmel zu sammeln. Mhm. Sich Belohnungen im Himmel zu sammeln. Nicht einfach so in den Himmel zu kommen, sondern groß sein zu wollen im Reich der Himmel. Und das ist eine gute und gerechte Motivation, denn die Bibel sagt auch, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also wir sollen nach dem trachten, was droben ist, was im Himmel ist. Nach Belohnungen trachten im Himmel. Mhm. Und die Bibel sagt uns eben auch, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Also es ist eine Aufforderung. Das ist nicht irgendwie egoistisch gedacht, sondern es ist einfach ja das, was Gott auch von uns will, dass wir uns Belohnungen im Himmel sammeln. Und ja, man kann sich wirklich die besten Belohnungen im Himmel sammeln, indem man Seelen gewinnen geht. Weil das ist der größte Dienst, den man tun kann hier auf Erden als Christ. Ich meine, hilfsbereit sein und ein gutes Zeugnis zu haben vor anderen, das ist alles schön und gut, aber es wird niemanden retten, sondern nur die Verkündigung des Evangeliums rettet. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass eben Christen Seelengewinn gehen und dass wir darauf den Fokus legen, dass es eben Christen sind. Mhm. Also nicht, dass jemand, was weiß ich, durchs Lesen der Bibel zum Glauben kommt, sich irgendwie selbst bekehrt oder dass ein falscher Prophet ja auch irgendwie das Evangelium sagt und dadurch Menschen gerettet werden. Sowas funktioniert nicht. Mhm. Kannst du das vielleicht ein bisschen weiter erklären, warum es Christen sein müssen, die Seelen gewinnen gehen? In Apostelgeschichte Kapitel 8 gibt es diese Geschichte von dieser Kämmerer, der liest die Bibel und Philippus sagt, verstehst du etwas, was du liest? Und er sagt, wie kann ich das verstehen? Jemand soll mir das erzählen. Und Philippus erzählt ihn, und gewinnt ihn für Jesus. Na, selbst kann man nicht die Bibel lesen und gerettet werden. Ein Christ spielt eine große Rolle. Absolut, ja. Denn die Bibel sagt uns auch schwarz auf weiß, dass der natürliche Mensch nicht annimmt, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also ein natürlicher Mensch, damit ist gemeint, jemand, der nicht gerettet ist, der wird die Bibel nicht verstehen. Der kann das nicht verstehen, von sich aus. Es braucht eben einen Seelengewinner, einen geretteten Christen, und der mit dem Heiligen Geist, der mit Gott zusammenarbeitet und sein Wort verkündigt. Mhm. Weil die Bibel sagt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus Gottes Wort. Also es muss eben alles vorhanden sein. Der Christ, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der Gottes Wort verkündigt. Mhm. Und erst dann kann ein Mensch gerettet werden. Und es gibt Leute, die sagen, ja, aber Jesus rettet. Ja, richtig. Aber genauso steht auch in der Bibel, dass Paulus rettet. Hm. Aber es ist eben weder alleine Jesus, noch alleine Paulus, noch alleine das Wort Gottes, sondern alles zusammen. Alle Elemente gehören zusammen, damit jemand gerettet werden kann. Und ganz ehrlich, wenn das nicht so wäre, wenn es nicht Christen bräuchte, die das Evangelium verkündigen, damit jemand gerettet wird,
warum werden da nicht alle Menschen gerettet? Mhm. Weil die Bibel sagt uns, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Also warum rettet er da nicht einfach so alle Menschen? Aber das ist eben nicht der Weg der Errettung, den Gott ausgewählt hat, sondern dass wir als Christen das Evangelium verkündigen. Ansonsten wären alle Menschen gerettet. Das ist aber nicht der Fall. Ja, ja. Und wie gehen wir Seelen gewinnen? Also wir haben jetzt schon erklärt, was ist Seelengewinn, ist Evangelisation, das Evangelium verkündigen. Mhm. Wer soll das tun? Es müssen Christen sein. Es können keine Ungläubigen sein und kann auch nicht sich selbst bekehren durch das Lesen der Bibel. Das ist eine große Motivation. Mhm. Ich meine, dadurch habe ich tatsächlich einen Sinn im Leben. Ich kann etwas tun, was ein Ungläubiger nicht tun kann. Mhm. Und ich kann Menschen helfen, die sich nicht selbst helfen können. Und das ist eine große Motivation. Mhm. Und eine Sache zu der Motivation möchte ich noch sagen, die habe ich vergessen. Manchmal, wenn man einfach persönliche Probleme mit anderen Menschen hat, nicht gut klarkommt, vielleicht mit Arbeitskollegen, mit Familie, wenn Streitigkeiten da sind oder so, und einfach nicht im Geist wandelt, was nicht so sein sollte. Wir sollten unseren Nächsten lieben, aber manchmal ist das eben so. Aber was dann ein guter Trick sein kann, was hilfreich sein kann, wenn man sich einfach diese Verse vorhält, wo eben steht, dass Ungläubige verloren gehen, wie zum Beispiel den Vers in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen. Wenn man sich das in Erinnerung ruft und sich bewusst macht, dieser Mensch geht verloren eines Tages, ich meine, spätestens dann kann man seinen Nächsten lieben, weil das wünsche ich niemandem einfach so, dass er zur Hölle fährt. Das ist furchtbar. Natürlich kann ich dann meinen Nächsten lieben, wenn ich mir das in Erinnerung rufe. Ich meine, spätestens dann. Es sollte nicht unbedingt nötig sein, aber ja, wir sind eben nicht perfekt. Aber okay, wir haben geklärt, was Seelengewinn bedeutet. Wer geht Seelengewinn? Und wie gehen wir aber Seelengewinn? Zum Beispiel heute, wie waren wir Seelengewinn? Wir waren zu zweit. Wir sind zu zweit zu Menschen direkt auf sie zugegangen. Das lesen wir beispielsweise am Anfang von Lukas Kapitel 10, wo steht, danach bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Mhm. Also da sehen wir eben eindeutig die Vorgehensweise, zwei und zwei zu gehen, je zwei und zwei Seelengewinner, als Paar immer, einer als Redner, der andere als stiller Partner. Und das ist das Vorbild, das uns die Bibel gibt. So hat Jesus seine Jünger ausgesandt und so gehen wir Seelen gewinnen. Irgend zu zweit. Und von Haus zu Haus oder wir gehen oft auch einfach auf der Straße. Aber wenn man systematisch Menschen erreichen will in einer Stadt, dann bleibt auch nichts anderes übrig, als von Tür zu Tür zu gehen, von Haus zu Haus. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte, dass sie in den Häusern Jesus verkündigen. Und ja, wie gehen wir Seelen gewinnen? Zu zweit, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Hast du noch weitere Punkte, wie wir Seelen gewinnen? Ja, es ist auch sehr wichtig, mit den Menschen persönlich zu reden. Ja? Einzelne Personen in einer Gruppe und nicht einfach auf der Straße stehen und schreien. Das geht nicht. Und mit den Leuten und auch der Bibel mitnehmen und die Verse zeigen. Oder wenn man diese Verse auswendig gelernt hat, weißt, kann man auch sagen, weil es gibt Kraft in der Bibel, in was Gott gesagt hat. Mehr Kraft als was ich und, oder du sagen kann. Genau, und das und der Heilige Geist ist sehr aktiv in diesem Moment und nur der Geist kann ihre Augen öffnen, dass sie glauben können, genau. Absolut, ja. Ich meine, es scheint ein überflüssiger Punkt zu sein, zu sagen, dass wir mit Leuten reden müssen, aber ich meine, wie oft werden einfach nur Flyer verteilt und sonst nichts? Ich meine, wie oft gehen Leute auf andere zu, geben schnell einen Flyer und gehen weg? Oder werfen Flyer in den Briefkasten und ganz schnell weg? Ich meine, das bringt nichts, ehrlich gesagt. Denn der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus Gottes Wort. Es muss die Verkündigung da sein. Die Verkündigung ist nicht da durch ein Traktat. Ich meine, okay, wir haben auch Traktate dabei, wir haben auch Flyer dabei, aber die dienen einfach als Eisbrecher, um ins Gespräch zu kommen und dann, wenn jemand gerettet ist, dass er nochmal sich die Videos anschaut, die Verse durchliest oder einfach als Erinnerung für Leute oder dass sie eben auch auf YouTube gehen und sich den biblischen Weg zum Himmel eben die Verkündigung anhören. Aber niemand wird einfach nur durchs Lesen gerettet. Ja, es gibt auch diejenigen, die gehen auf der Straße, die beten für den Menschen.
sagen, ja, wenn ich jemanden sehe, ich sage, ob sie Anliegen haben, Probleme haben, wenn sie sagen, ja, dann sage ich, okay, kann ich für dich beten? Und sie beten für ein paar Minuten, ist fertig. Ich weiß nicht, was bringt das? Was denkst du? Ja, ich meine, es ist ja ganz nett, für Leute zu beten, warum nicht? Hm. Dass sie geheilt werden oder ihnen bei Problemen geholfen wird. Und man könnte sagen, ja, ist doch ganz nett, ist doch in Ordnung, aber ich finde es irgendwie ein bisschen pervers, weil wenn man tatsächlich die Möglichkeit hat, mit jemandem so ja, persönlich zu reden, wäre es dann nicht angebracht, ihm das Evangelium zu verkündigen und ihm tatsächlich zu helfen, bis in alle Ewigkeit? Weißt du, also ich finde es nicht so gut. Also wie sollen wir Seelengewinn gehen? Zu zweit oder von Haus zu Haus, von Tür zu Tür oder auch draußen? Wir gehen hauptsächlich auf junge Leute zu, weil die offener sind für das Evangelium. Das merken wir immer wieder. Junge Leute sind offen für das Evangelium. Heutzutage. Ich meine, es kann auch wieder eine andere Generation kommen, aber momentan, denke ich, sind junge Leute offen für das Evangelium. Vor allem mit katholischem Hintergrund, habe ich die Erfahrung gemacht. Und ja, wir verteilen nicht einfach nur Flyer, wir verteilen nicht einfach nur Traktate, sondern wir machen tatsächlich unseren Mund auf. Ja. Ich meine, was keine Überraschung ist, dass man den Mund aufmachen muss, aber es ist notwendig, das auch Christen zu sagen, dass sie ihren Mund aufmachen müssen. Es reicht nicht, einfach nur einen Flyer in die Hand zu drücken. Ja, und jetzt, da das viele Christen hören, viele Christen hoffentlich unser Video schauen, hoffe ich, dass das eine Ermahnung ist, eine Motivation und eine Ermahnung, Seelengewinn zu gehen. Denn das ist ein Befehl, den Jesus uns gegeben hat. Und Jesus nachzufolgen, was bedeutet das? Das bedeutet nicht einfach nur, irgendwie Gutes zu tun, nett zu sein, zu anderen, zur Kirche zu gehen, sondern Jesus sagt, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Was bedeutet es, Jesus wirklich nachzufolgen, ein Menschenfischer zu sein? Also Christen, die nicht Menschenfischen, die nicht Seelengewinn gehen, folgen nicht Jesus wirklich nach. Das muss man einfach so sagen, so ehrlich. Und wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Deswegen ist das eine Warnung auch an Christen. Hey, ihr wisst jetzt, dass wir Seelengewinn gehen sollen. Ihr wisst, wie wichtig das ist. Also warum tut ihr es nicht, wenn ihr es wisst? Das ist Sünde. Und ich hoffe, dass es nicht einfach nur eine Warnung ist, sondern auch eine Motivation, Seelengewinn zu gehen. Weil Seelengewinn ist eine wunderbare Sache. Ich finde, Seelengewinn ist der ultimative Stimmungsheber. Richtig. Seelengewinn macht einfach fröhlich. Das ist das Schönste, was man tun kann als Christ. Es gibt einfach ja nichts Besseres, was man tun könnte. Und einfach die Vorstellung, man hat jemanden gerettet, man hat jemandem tatsächlich geholfen, der sich nicht selbst helfen konnte. Und derjenige kommt in den Himmel, hat ewiges Leben, kann nicht mehr verloren gehen. Das ist doch wunderschön. Und das ist eine Riesenmotivation. Ja, und ich hoffe, viele Christen fühlen sich angesprochen und treten mit uns in Kontakt. Wir haben ja auch eine Website, seelengewinn.de, Facebook, YouTube, Instagram, sowieso alles. Und ich hoffe, es finden sich einige, die Seelengewinn gehen wollen, die sich davon angesprochen fühlen und Gott gehorchen wollen. Tun, was Jesus sagt. Denn ja, wie viele Christen sind das, die Seelengewinn gehen? Was würdest du sagen? Ja, wir haben schon darüber gesprochen. Jemand hat mich das gefragt. Warum gibt es so wenige Menschen, die gerettet sind? Ja, die richtige Antwort wäre, ja, weil die wenigsten Christen Seelen gewinnen gehen. Amen.